Wir spielen X3 Farnhams Legacy. Diesmal habe ich es richtig ausgesprochen. Live bei PPs Welt auf Twitch. Auch wenn ich das jetzt wieder vertauscht habe, weil eigentlich heißt es live auf Twitch bei PPs Welt. Heute bin ich grandios drauf, was meine Versprecher angeht. Aber nichtsdestotrotz machen wir einfach weiter. Beim letzten Mal habe ich einen wunderbaren Cliffhanger gemacht. Und zwar, wir haben den Hyperspeed-Zugangspunkt gefunden durch unsere drei Triangulationsbojen. Hier gibt es einen Aktivieren-Befehl. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Ich hoffe, es ist der richtige Befehl, denn sonst war es nicht ein grandioser Cliffhanger, sondern es war es ein besonders beschissener Cliffhanger, wenn da jetzt gar nichts passiert. Also, wir werden sehen. Ich drücke. Kommando akzeptiert. Erreiche es hat die funktioniert. Kammer Alpha. Wir sind jetzt in der Kammer Alpha angekommen. Okay. Interessant. Und hier gibt es ein funktionierendes Sprungtor. Wo ist denn die Kammer Alpha? Ah, die sitzt hier oben und hat quasi keinen direkten Sprungpunkt, sondern nur so einen Hyperspeed-Zugangspunkt. Die Kammer Gamma. Okay. Okay. Ein Hyperspeed-Zugangspunkt. Bedeutet das quasi jetzt, das ist kein transorbitaler Beschleuniger? Und auch kein Sprungtor, das ist ein unsichtbarer Punkt, der wie ein transorbitaler Beschleuniger funktioniert. Irgendwie, wobei es kam gerade zumindest die Animation, wie wenn ich durch ein Sprungtor durchfliege. Also irgendwie scheint das ein komischer Punkt zu sein, den man finden muss. Und wenn man ihn gefunden hat, dann kann man von diesem Punkt aus zu einem anderen Punkt. Item. Und ja. Und wenn ich bei dem Punkt dann angekommen bin, dann kann ich von dort fliegen, wie bei so einem Tor. Also quasi unsichtbare Tore sind diese Hyperspeed-Zugangspunkte. So, jetzt sind wir hier. Können durch das Tor fliegen und sind wir dann in der bekannten Galaxie. Ich lasse mich mal überraschen. So, einmal hindurchfliegen. Bekannte Geräusch. Erreiche heilige Vision, Epsilon. Unheiliger Ketzer, es wäre in Ihrem Interesse, diesen Sektor so schnell wie möglich zu verlassen. Ihr momentaner Status bei den Paraniden erlaubt es Ihnen nicht, die zentralen Sektoren zu betreten. Missachtung dieser Anordnung wird mit todbringender Waffengewalt bestraft. Wir geben Ihnen eine Minute, dieser Anordnung nachzukommen. Himmels Willen, ich habe doch gar nichts getan. Erreiche die Kammer, Alpha. Ja, Tim, hier kannst du eben mit dem Schiff durch die Open World fliegen. Oh mein Gott, ich habe doch gar nichts getan. Warum bin ich bei den Paraniden so scheiße dran? Was soll der Scheiß? Heilige Vision, wenn ich jetzt noch wüsste, wo das in der Gesamtgalaxie war. Das bedeutet, wir müssen jetzt wieder zurückfliegen. Hyperspeed Zugangspunkt. Die Kammer Gamma. Also fliegen wir halt gerade wieder zum Hyperspeed Zugangspunkt und fliegen zurück und lassen uns mal erzählen, was der Vogel uns zu sagen hat. Das bedeutet, dieses Sprungtor ist tatsächlich nicht in der ganzen Galaxie ausgefallen, sondern nur in einer bestimmten Region. Aber warum, müssen wir jetzt wahrscheinlich rausfinden, damit es eben nicht in der gesamten Galaxie passiert. So, hier muss ich jetzt natürlich langsam werden, denn sonst schieße ich wieder über den Punkt hinaus. Bin mal gespannt, ab wie viel Kilometer ich den auslösen kann. Ob ich warten muss, bis ich ganz nah dran bin, oder ob ich das auch schon von ein paar Kilometer Entfernung auslösen kann. Nee, scheint doch. Kommando ab 3 Kilometer akzeptiert. Entfernung werde ich den Punkt auslösen. So. Jetzt fliegen wir mal ein kleines bisschen langsamer auf das Ding hier zu. Dann kann ich mal nämlich nebenher meine beiden Schiffe befehligen. So, das ist im Sonnenkraftwerk, das kann dann handeln. Oh, die sind bei 12. Sehr schön. Energiezellen sind standardisierte Energiezellen. Dann macht das Schiff mal voll. Sie haben an Ansehen gewonnen. Sehr schön. Schon ein geachteter Freund bei den Boronen, das ist schön. Das wäre ich aber lieber bei den Paraniden. Ich meine, ich muss da ja dann durchschießen, bevor ich abgeschossen werde, um in die andere Galaxie zu kommen, in die restlichen Sektoren. So, der Demeter hat gekauft. Dann schauen wir jetzt mal, wer ein paar Energiezellen braucht.
Das Chipwerk vielleicht. Chipwerke produzieren Mikrochips. Ja, das Chipwerk braucht, als ist schon erledigt. Dann schicken wir mal. Ja, ich möchte nicht immer so schnell durchklicken. So, der Demeter fliegt jetzt zum Chipwerk. Navigation, Dock hier an. Gamma Gamma, Chipwerk Alpha. Und da werden wir dann unsere schönen Energiezellen verkaufen. So, und wir fliegen jetzt einfach mal zurück. Wir hören uns mal an, was unser Boron-Freund zu erzählen hat. Vor allem, warum die Paraniden uns plötzlich nicht mehr mögen. Das wird er dann anstrengend. Erreiche die Kammer, Beta. 1000 Missionen bei den Paraniden durchzuführen, um das Ansehen wieder zu erhöhen. So, aber nee, ich flieg direkt durch. Zu Kammer Delta. Mach keinen Stopp mit irgendwelchen Missionen, denn ich habe immer noch nicht die Lebenserhaltung im Frachtraum gekauft. Beziehungsweise nicht gekauft, sondern von meinem eigenen Schiff übertragen. Was soll ich als nächstes machen, dass ich nebenher so ein paar Transportmissionen übernehmen kann, um ein bisschen mehr Kohle zu scheffeln? Mein Geld. Schade. Die Kammer Delta. So, okay. Königliches Forschungszentrum der Boronen. So, wir fliegen jetzt ein bisschen näher ran. Wie immer auf 25 Kilometer müssen wir ran. Wenn wir kommunizieren können. Sie sprechen. Ach, dieser nicht mehr automatisch ausschaltbare Sensor hat wirklich seine Nachteile. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikationssystem. Formulieren Sie Ihre Anfrage. Was benötigen Sie? So, ich habe das Sprungtor gefunden. Das sind großartige Neuigkeiten. Wir müssen das System dahinter erforschen. Hoffentlich werden wir einen Weg nach Hause finden. Ich habe das System ein wenig erforscht. Es führt zu einer paranidischen Kolonie, aber die Paraniden bilden sich feindlich und gaben mir keine Chance, die Situation zu erklären. Das ist bedauerlich, aber ich habe eine Idee. Fliegen Sie zu die leere Beta und finden Sie einen Paraniden namens Grimankolangs. Zu seinen besten Zeiten war er recht einflussreich und ich bin sicher, Sie können ihn überzeugen, Ihnen zu helfen. Ich werde in der Datenbank nach mehr Informationen suchen und Ihnen alles senden, was ich über ihn herausfinde. Oh, ich werde mich auf den Weg machen. Senden Sie mir alle Details, die Sie finden. Oh, ich weiß jetzt schon, wenn die mir das schickt, da kann ich wieder ein halbes Buch lesen. Aber okay, jetzt fliegen wir erstmal zu unserer Heimatstation. Da ist unser Frachtschiff angedockt. Mit der Lebenserhaltung. Eingehende Nachricht. Ja, das ist 100% die Nachricht. Wobei, während wir fliegen, kann ich die natürlich vorlesen. Aber jetzt erstmal hier durch. So, dann schauen wir mal. Ja, war klar. Das ist wieder ein halbes Buch. Hey. Also ich sehe schon, wenn ich die Story durchspiele, da kann ich mir das nächste Mal einen 300-Seiten-Wälzer holen. Da komme ich wahrscheinlich aufs selbe Ergebnis. Aber gut, das macht man nicht alles. Wenn es sich am Ende lohnt und die Story gut ist, dann machen wir es gern. Also legen wir mal los. Ich habe die Unternehmensdatenbank durchsucht, aber nur sehr wenig Informationen über Grimankolangs gefunden. Seine Herkunft ist unklar, aber sein Name erscheint zuerst in einem Bericht von Anfang 764 NT. Das ist, glaube ich, nach Terran, irgendwie sowas. Da gibt es ja die Story dazu, wie die Terraner, beziehungsweise die, doch wie die Terraner zu den Argonen werden, weil die Sprungtore und der große Krieg gegen die Terraformer. Es wird wahrscheinlich nach dem Terraformkrieg oder sowas sein. So, also 764 NT über eine fehlgeschlagene Erkundungsmission nach Xarxen, einem Planeten im System gesegnete Testfeuer. Das deutet darauf hin, dass sich sein Heimatsystem möglicherweise auch irgendwo im zweiten Herzogtum befindet. Die Details seiner späteren Karriere sind etwas vage, aber er taucht in mehreren militärischen Forschungsartikeln auf, die sich auf das paranidische Sprungtorprojekt von 765 NT beziehen, was zu einer Verbindung mit dem terranischen Heimatsystem führt. Danach gibt es eine dreijährige Lücke. Als er 768 NT das nächste Mal auftaucht, hat er mehrere militärische Ränge durchlaufen und befehligt eine Fregatte. Zu diesem Zeitpunkt taucht sein Name nur in eher ereignislosen Berichten über Patrouillenmissionen innerhalb paranidischer Kernsysteme auf.
772 MT verließ er offenbar das Militär und begann eine Karriere als diplomatischer Agent. Zunächst arbeitete er nur für die paralytische Regierung. Später erweiterte er sein Portfolio auf verschiedene Unternehmen, insbesondere Atreus Werften der Ströme, John Ferco und Stark im Arm. Ende 778 verschwindet er wieder, nur ein Jahr später hier im isolierten System aufzutauchen. Schön. Jetzt mal eine kurze Pause, denn wir sind gleich gelandet und sobald wir gelandet sind, lese ich da mal weiter. Haben wir nämlich gleich mal abgespeichert. Andockvorgang erfolgreich. So, also weiter geht's. Verbindungsnördlichen Handelsnetzwerk hergestellt. So, halt deine Klappe, danke. Das alles klingt für mich ziemlich dubios, wenn ich aufgrund seiner rätselhaften Geschichte und seiner... Sorry, und seine Unregelmäßigkeiten, aber hochrangigen Militärkarriere eine Vermutung wagen müsste, würde ich sagen, dass Grimankulanx für den paranidischen Geheimdienst gearbeitet hat. Ich muss einen Schluck trinken, ich habe schon so viel gelabert durch das ganze Vorlesen. Es würde mich keineswegs überraschen, wenn er als Agent für den Priester-Imperator Xar selbst gearbeitet hätte. Das Wissen und das Charisma dazu hat er sicher. Grimankulanx war einer der ersten, die hier etwas eine Woche nach meiner Ankunft strandeten. Wie hier etwa eine Woche nach meiner... Okay. Offen gesagt, als ich ihn das erste Mal traf, schien er nicht allzu verwirrt, eher als würde er etwas suchen. Seine Überzeugungskraft war mir nicht sofort klar, aber nach einer Weile bemerkte ich, wie er jeden, mit dem er sprach, subtil beeinflusste, um zu bekommen, was er wollte. Diesen Fähigkeiten sammelte er Informationen, hielt sein eigenes Büro auf einer der verlassenen Stationen und sogar ein private Andockbuch für sein Schiff. Wenn es jemanden gibt, der uns helfen kann, die Paraniden davon zu überzeugen, uns Zugang zu ihrem System zu gewähren, dann ist es er. Okay. Ja gut, das war jetzt sehr viel bla bla. Ob man das jetzt unbedingt hätte lesen müssen? Ich habe es halt getan, aber das weiß man natürlich erst im Nachhinein. So. Wir haben jetzt hier ein gelandetes Schiff, mein Delfin. So, da werden wir jetzt einen Warenaustausch machen. So, wo haben wir es denn? Ach nee, oder? Moment. Hä? Moment. Das andere Schiff, hat mein anderes Schiff diese blöde... Ist es gar nicht der Delfin, sondern der Demeter? Seitdem sie vor einigen Jahren die Ganymed-Reihe abgelöst hat, leistet die Demeter gute Dienste. Gegenüber ihrem Vorgängermodell wurden dabei alle Bereiche verbessert. Obwohl eigentlich zur Versorgung der paranidischen Flotte geplant, löste sie im Laufe der Zeit Stück für Stück den... Ja, so ist es halt, wenn man nicht richtig aufpasst. Also, es hat gar nicht der Delfin die Erweiterung drin. Nein, es ist mein Demeter. Aber okay, wenn der schon mal hier ist, dann kann der eigentlich seine Fracht ausladen. Moment, der Stationseinstellung verändern. Kann er seine Ja, hier, das Rasteröl kann er ausladen. Rasteröl, transferiert. So, die Stoffreime auch. Stoffreime, das Teladianium auch. Dann ist der leer. Dann schicke ich ihn halt jetzt gerade wieder rüber zum Kraftwerk. Andock-Erlaubnis erteilt. Und der fliegt jetzt zum Chipwerk Alpha, dann fliege ich da halt jetzt auch mal hin. So. Autopilot deaktiviert. Dann, einen kleinen Moment. Ich muss mal kurz ein kleines Päuschen machen. Ich bin sofort wieder da. Okay, also sehen ein bisschen durch die Gegend geschossen. Dann fliegen wir doch gerade mal direkt weiter. Machen wir wieder Vollgas. Wo wollte ich das eigentlich hin? Ich wollte nicht ins Vestor, durchs Vestor fliegen. Ich wollte durchs Nordtor fliegen, weil ich zur Chipfabrik fliegen will, wo mein Schiff landet. Transorbitaler Beschleuniger. Die Kammer. Damit ich da das machen kann, was ich eigentlich jetzt gerade machen wollte. Nämlich die Lebenserhaltung von dem Frachtraum auf meinen Schiff hier transferieren, damit ich endlich ein paar Personentransporte durchführen kann. Die bringen nämlich schön viel Geld und vor allem auch schön viel Ansehen. So. Erreiche die Kammer Gamma. So. Da
Da ist mein Demeter. Demeter. Wenn ich dem auf die Pelle rücke, ich habe einen Transporter an Bord, dann kann ich mir das Ding eigentlich, glaube ich, auch runterbeamen. Da müssen wir gerade mal kurz eine kleine Notiz machen. So. Fliege ich jetzt mal parallel zu meinem Transporter. Wie gesagt, dann müsste ich eigentlich, mal bis ich da bin, dockt er wahrscheinlich an der Station an. Ja, der dockt an der Station an, dann halte ich kurz an, schmeiß den Zinser an, warte bis der angedockt hat. Dann docke ich ebenfalls an und dann machen wir es halt im Dock drin. Tauschen kurz die Software aus und die Lebenserhaltung. So, der braucht noch ein bisschen. So, jetzt ist er angedockt. So, dann docken wir jetzt auch an. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. So. Andockvorgang erfolgreich. Königin Atreus so, und das Königreich Boron entbieten Ihnen ein friedvolles Willkommen an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Erweiterte Option, Warentausch. So, jetzt aber die Lebenserhaltung von der Frachtraum bitte auf meine Discoverer rüber. Transferiert. Die Erkundungssoftware, die brauche ich nicht, weil solange ich selbst im Schiff fliege, macht das keinen Sinn. Und der Rest auch nicht. Die ganzen anderen Sachen kann ich nicht gebrauchen. Okay. Ja gut, das ist jetzt erstmal das Wichtige. Dann kann ich nämlich einige Missionen erfüllen und ein bisschen Geld nebenher verdienen. Aber das soll jetzt mal handeln. Ah, verdammt. Es war jemand anders schneller. Energiezellen hat Mikrochips schon verkauft. Ah, die Mikrochips, die Energiezellen. Dann schauen wir mal kurz, ob das Computerwerk welche braucht. Nein, die sind auch voll versorgt. Diese Fabriken produzieren. Die Kristallfabrik auch, verdammt. Jetzt haben sie alle schon. Wie sieht es mit der Planktonfarm aus? Die kann noch was brauchen. Dann müssen wir jetzt nur das Schiff zur Planktonfarm schicken. Also gut, dann fliegst du halt zur Planktonfarm. Andockerlaubnis erteilt. Das ärgert mich jetzt. Zu spät gekommen. Bedeutet. Autopilot deaktiviert. Computer. Intelligenz, also die KI handelt auch schon kräftig. Das heißt, es wird jetzt wahrscheinlich auch mehr an Schiffen hier unterwegs sein. Okay. Dann muss ich da ein bisschen aufpassen. Ich scheine hier ja keine automatische Handelssoftware zu finden, wo ich dann den automatischen Händler einstellen kann. Abgesehen davon könnte ich mir den absolut überhaupt nicht leisten. Jetzt flieg mal erstmal zurück und gehe mal ein bisschen der Story noch nach. So 10 Minuten, Viertelstunde mache ich ja noch. Erreiche die Kammer, Beta. So. Okay, hier wird es jetzt weitergehen. Ich schaue aber mal, was das hier von der Aufgabe ist, weil wenn wir jetzt hier eine schöne Transportmission haben. Wie gesagt, ich meine, eine Person hat 6 Frachtraum eingenommen und wir haben einen Frachtraum von 59 freien Plätzen. Das bedeutet, ich kann nach Adam Riese 9 Personen transportieren. Das ist jetzt keine große Mathematik gewesen. Sie weiß. Sprechen mit dem Auto. Wie können wir Ihnen helfen? So, dann schauen wir mal, was er hat. Ich werde Ihnen die Informationen jetzt zusenden. Akzeptieren Sie diesen Auftrag? Gut, das gibt natürlich nicht besonders viel Geld. Aber ich nehme es, denn solange, wenn mein Ruf besser wird, dann kann ich auch deutlich bessere und besser bezahlte Missionen machen. Deswegen nehme ich jetzt auch mal diese kleinen, trivialen Sachen an, damit sich mein Ruf nach und nach verbessert. Autopilot aktiviert. So, jetzt werde ich auch gleich mal schauen, ob ich das noch richtig im Kopf hatte mit den 6 Frachtplätzen pro Person. Ist eigentlich schlimm, was man so alles im Kopf behält. Ich habe das Spiel vor, Königin Atreus, ich glaube, einem Jahr zuletzt gespielt. Ihnen ein also natürlich nicht Farnhams Legacy, sondern Albion Prelude. Und ich kann mir merken, was an Frachtplätze für Personen sind. Ich mache mal die Stimme akzeptiert. Ein bisschen leiser. Kommando akzeptiert. Damit die nicht immer Kommando akzeptiert. Laber, weil sie sagt, damit die, also ich muss meine Sätze beenden, sorry.
damit wir nicht so viel laber, damit die mich nicht übertönt. Und nach einer Weile sagt sie sowieso immer das Gleiche, deswegen lasse ich das jetzt mal ein bisschen leiser. So, jetzt die Leute sind an Bord. Es sind jetzt, hier haben wir 6. Ist unglaublich, ja. Also ich möchte mich jetzt hier nicht selber loben. Ich finde es einfach, wie eben erwähnt, unglaublich, was für Scheiß man sich eigentlich so merken kann, ohne dass man es aktiv macht. Ja. Und wichtige Dinge von anderen Personen, die einem was sagen, die vergisst man manchmal. So, wir fliegen aber jetzt erstmal das, bevor wir die Mission weiterspielen. Denn wie gesagt, ich möchte jetzt mal ein bisschen meinen Ruf aufpolieren. Ein bisschen Geld machen. Denn mein Ruf, ich gehe mal rein, während wir fliegen. Das sind ja der... Ist der, okay, also ich habe mich jetzt entschieden. Am Anfang hatte ich es gelobt, dass der Sinser nicht immer direkt ausgeht. Mittlerweile nervt es mich ein bisschen, weil ich das anders gewohnt bin. Und mein Pilotenstatus. So, bei den Argonen habe ich einen positiven Ruf. Bei den Boronen habe ich noch einen besseren Ruf. Und bei den Paraniden bin ich ganz schlecht dran. Bei den Teladis ist es okay und die Split, die tauchen gar nicht auf. Gibt es die Split nicht mehr oder habe ich einfach noch keine Split getroffen? Das ist ein interplanetares Antriebssystem, ist interessant. Niederfrequenzlokalisator. Okay. Ich habe 57 Schüsse abgegeben mittlerweile. Ja, das waren einfach nur Testschüsse. So. Weiter. So, dann fliegen wir da hin. Erledigen die Transportmission. Forschungszentrum der Boronen. Das ist ja eigentlich so eine Zeit, wo ich jede Menge Stuss erzählen kann, so nebenbei. Im Spiel fliegt man einfach nur von A nach B und labert ein bisschen. Sie sprechen mit dem automatisierten ein bisschen mit den Leuten kommunizieren. Formulieren Sie Ihre Anfrage. Schauen wir mal, was die Nino Guso möchte. Reise ihres Lebens. Nein, das kann ich nicht machen. Dafür brauche ich nämlich einen Personentransporter. Und muss da dann verschiedene Sektoren abfliegen. Und je mehr Sektoren ich innerhalb von, hier steht's, von 2 Stunden 7 Minuten schaffe, bekomme ich 500 Credits plus 30 Credits als Bonuszahlung für jeden zusätzlich besuchten Sektor. Also die Bezahlung ist natürlich ein Witz, aber das sind so Missionen, die mag ich nicht. Die mache ich eigentlich auch nicht. So, jetzt wären wir fast gegen jemanden geflogen, hier beim Andocken. Ich bräuchte auch den Landecomputer. Also der Landecomputer, der ist dafür da, dass man dieses Undock-Manöver, was ich jetzt hier die ganze Zeit automatisch ausführe, da braucht man dann nicht mehr. Wenn man den Landecomputer hat, fliegt man einfach stumpf geradezu auf die Station. Und wenn man je nach Größe der Station zwischen 8 und 4 Kilometer Entfernung ist, drückt man einfach einmal auf den Landecomputer und prompt kommt man hier in diese Ansicht. Das ist quasi einfach nur eine Schnelllandung. So, Mission erfüllt. 6.000 Credits verdient, wie gesagt, ist nicht wirklich viel Geld, aber wir haben auch noch einen sehr schlechten Ruf. Wir haben jetzt insgesamt 22.800 Credits, mit 20 haben wir gestartet. Allerdings haben wir hier noch ein Schiff voll mit Energiezellen. Und das andere Schiff ist angedockt am Sonnenkraftwerk und wollte sich eigentlich voll beladen, aber hier ist nicht viel drin. Wie schaut es denn bei dem Kraftwerk aus? Wir haben noch weniger. Ich warte jetzt, bis so viel Energiezellen drin sind, dass die Preise auf 12 runterfallen. Vorher mache ich es nicht. Weil so viel Geld zum Verschwenden habe ich jetzt auch nicht. Schaut es denn hier aus? Okay, der Demeter braucht noch eine Weile, bis er hier angekommen ist. Dann würde ich sagen, ich schaue mal, ob ich jetzt was kaufen kann. Einen Landecomputer. Ja, ich könnte jetzt einen Landecomputer kaufen. Hier gibt es ihn aber für 75.000. Eine Verbindung mit dem Leitstrahlsystem. Habe ich natürlich noch nicht. Ihre Steuersysteme werden automatisch vom Leitsystem das ist übernommen blöd. Und garantieren so. Also heißt es noch ein bisschen Kohle scheffeln. Dann gehen wir doch der Story noch ein bisschen nach. Vielleicht bekommen wir noch irgendwie was geschenkt. Was mir auffällt, ich habe jetzt nur in den 3 Sektoren diese komische Ansicht gehabt, wo ich dann die beiden Schiffe gefunden habe und den Hyperspeed-Ding, aber dann habe ich es nicht mehr bekommen. Es war wahrscheinlich einfach nur dazu da, so als kleine Starthilfe im Spiel, dass man die 2 Schiffe geschenkt bekommt. Und jetzt ist es wieder weg.
Weil jetzt hat man es geschafft, jetzt hat man einen Grundstock, drei Schiffen. Dann machen wir mal ein bisschen weiter. So. Hier gibt es wieder eine neue Aufgabe. Vielleicht mache ich doch noch nicht weiter mit der Mission. Und verschiebe das auf die nächste Folge. Deswegen schauen wir mal hier. Wenn es hier was Interessantes gibt, dann mache ich den Auftrag. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikationssystem. Ist das ein Split? Gut, wie uns gekostet sein, was ich Luxusnahrungsmittel. Auftrag sein leicht für jemanden wie dich. Du sein interessiert? Ich weiß jetzt leider aktuell nicht, was für einen Frachtraum man für Luxusnahrungsmittel braucht. Deswegen gehen wir mal kurz in die Enzyklopädie rein. Enzyklopädie, nicht Petty. T hinten. Schauen doch mal nach anderen Waren. Da müssten doch hier jetzt die Luxusnahrungsmittel irgendwo auftauchen. Nein, tun sie hier nicht. Wo können wir das drin sein? Bei Spezialobjekten? Nein. Aber das muss doch hier bei anderen Waren drin sein. Okay. Hier sind leider nur die Standardsachen, die man finden kann. Also die ich bisher gefunden habe. Aber nicht diese Luxusnahrungsmittel. Ich probiere es einfach mal. Fliegen soll ich schon. Docken mal an. Autopilot aktiviert. Schau mal, ob ich es ins Frachtraum kriege. Ansonsten muss ich die Mission halt abbrechen. Das macht mir meine Gesamtmissionsstatistik kaputt, aber das ist auch alles. Wenn ich jetzt noch eine abbrechen muss. Rein von der Frachtraumgröße, wenn es nur ein Punkt ist, pro Luxusnahrungsmittel, dann kann ich es erfüllen. Bin mir aber nicht sicher. So, Leitsystem aktivieren. Wir müssen jetzt zur Kristallfabrik Alpha. Autopilot deaktiviert. Da fliegen wir gerade hin und dann schauen wir mal, ob wir die Luxusnahrungsmittel an Bord bekommen. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Dann müssen wir halt was anderes machen. Dann machen wir heute mit der Story nicht weiter. Da hören wir jetzt erstmal auf. Denn wenn ich drüben angekommen bin, dann ist die Folge für heute beendet und dann mache ich auch Schluss. Kristallfabrik. So, hier fliegen wir noch hin und dann schauen wir, ob wir es reinkriegen. Wenn wir es reinkriegen, fliegen wir auch wieder zurück, erledigen den Auftrag noch, streichen die paar tausend Credits ein. Ich darf nicht vergessen, dass ich hier jetzt immer andocken muss, solange ich den Landecomputer noch nicht habe. Jetzt fliege ich irgendwann voll in die Station rein, weil ich es vergesse. So, ein neuer Nachrichtenartikel wurde hinzugefügt, okay. Andock-Vorgang erfolgreich. Königin Atreus und... Wir müssen Frachtraum leer machen. Keine Fracht mehr reinpassen. So, da sagt das schon, okay. Ich kann die Mission leider nicht ausführen, weil dann die Luxusnahrungsgüter doch mehr Achtung, benötigen. Sicherheitsdienst. Wir haben also nicht ein Punkt pro Luxusnahrungsmittel, sondern wahrscheinlich zwei oder drei sogar. Deswegen muss ich die Mission leider abbrechen. Schade, aber bringt nichts. So. Dann docken wir wieder ab. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas finden, was wir erledigen können. Ich glaube, hier, nee, keine Aufgaben mehr, nichts. Aber mein Schiff müsste doch unten in der Planktonfarm angekommen sein. Ja, genau. Dann handeln wir hier noch mal kurz. Haben wir noch ein bisschen Geld. Ja, die wollen sehr viel für ihre Energiezellen. Energiezellen verkauft. Ich bin jetzt bei fast 70.000. Und ich wurde befördert. Handelsaspirant. Ich kann mir fast den Landecomputer kaufen, aber ich möchte natürlich nicht mein komplettes Geld dann für den Landecomputer auf den Kopf hauen. Dann kann ich nämlich nichts Neues mehr einkaufen. So, was machen wir noch? Ich fliege noch einmal durch Südtor, würde ich sagen. Wo ist es? Im Süden, verständlicherweise. Hier. Da fliegen wir noch einmal durch.
Dann fliege ich noch mal kurz rüber hier zur Kammer Zeta und schaue mich da noch ein bisschen um, ob es da noch irgendwas anderes gibt, außer diese beiden Asteroiden da mit den beiden Bergwerken drauf. So, dann müssen wir jetzt hier durchs Osttor durch. Fliegen wir da an was geschickt und vorbei. Ne, die Planktonfarm ist zu weit weg. Ja, ich fliege jetzt hier nochmal rüber und schaue mal, ob es da drüben noch was Interessantes zu sehen gibt. Weil ich bin ja vorhin einfach nur durchgeflogen. Dann würde ich sagen, machen wir auch noch kurz einen Abstecher in die Kammer ETA und schauen, ob es da noch was gibt. Und dann beende ich die Folge für heute. So, Gas geben. Also. Schaffen. So. Also, hier drüben sehen wir die beiden Bergwerke. Ansonsten ist so hier zumindest im Dunkeln jetzt erstmal nichts zu erkennen. Ich habe immer noch keinen besseren Scanner. Das heißt, meine Sichtweite hier in der Kartenübersicht ist natürlich auch ultra beschissen. Deswegen weiß ich nicht, ob es hier noch was weiteres gibt. Aber wir fliegen eh hier geradeaus Richtung Osttor. Vielleicht finde ich hier noch irgendwie was auf dem Weg. Der Dunkelheit. Im Dunkeln ist gut munkeln, das wissen wir ja, aber leider bin ich allein und alleine munkeln manchmal auch ein bisschen langweilig. Also hier scheint es wirklich nur die beiden Erzminen zu geben. Jetzt fliegen wir mal zum Ausgangssektor, wo das ganze Spiel beginnt. Wahrscheinlich finde ich hier keine Station. Aber wir können hier noch was mitnehmen. Ich sehe, diese komische Ansicht ist wieder angesprungen. Das bedeutet, hier gibt es irgendwas umsonst. Gibt es wahrscheinlich keinerlei Stationen. Gut, hier ist ein Teladi, ein Plünderer unterwegs. Also Stationen gibt es, glaube ich, in dem Ding hier nicht, aber das machen wir jetzt natürlich noch. Schauen wir noch, was wir hier noch mitnehmen können. Rüber. Ein Stück rüber. Tagebuchseite. Noch eine Tagebuchseite. Super, die letzte konnte ich schon nicht lesen. Bin mal gespannt. Ich muss das doch irgendwie lesen können. Ich konnte das letzte Mal schon nicht lesen. Ich habe das aufgenommen als Frachtding, aber ich konnte es irgendwie nirgends finden. Jetzt kommt bestimmt gleich eine Errungenschaft mit 2 von 15. Frachtraum enthält nun Tagebuchseite. Ja, Errungenschaftsforschung. Fahrnehmungsreisen 2 von 15. Ja, okay. Das ist natürlich toll, aber ich würde trotzdem gerne wissen, wie ich das Ding lesen kann. Naja, da wir hier aber wahrscheinlich nichts mehr finden werden, fliegen wir mal mit Vollspeed wieder zurück zur nächsten Station, speichern ab. Dann war's das für heute. Außer ich sehe noch was Geiles auf dem Rückweg, ich glaube aber nicht. Ich fliege aber nochmal hier vorbei. Schau mal, was die Siliziummine zu bieten hat. Vielleicht gibt es noch auf dem Weg noch eine schöne Erkundungsaufgabe. Sie sprechen. Ach, dieser Sinza. So. Sie sprechen zwei sogar. Schauen wir mal hier vorbei, was der möchte. 51 Artefakte. Bei Artefakten weiß ich, die kann ich nicht transportieren auf meinem Schiff. Was will Holuis, Ohindras, Hitorias, der Zweite? Ein schnelles Taxi. Aber der möchte einen PP-Passagierkreuzer, den habe ich noch nicht. Ich habe hier nur einen ganz normalen, kleinen, schnellen Argon Discoverer Flitzer, die verbesserte Version. Also den Auftrag kann ich leider auch nicht annehmen. Gut, dann fliegen wir doch gerade vorbei, fliegen zurück zu unserem Hauptquartier, docken dort an. Aber ich könnte mal kurz, während ich hier schaue. Okay, wenig Erz. Den fehlt Energiezellen. Dann kann ich doch mein Schiff doch noch anweisen, zumindest schon mal dort rüber zu fliegen und denen ein paar Energiezellen zu geben. Also kurz in meinen Besitz reingehen. Ich weiß, könnte ich über einen Hotkey erreichen. Ist irgendwie so gewohnt. So, welcher steckt? Das ist eine Plankton-Farm. Der ist im Sonnenkraftwerk. Okay, es ist auf 13 mittlerweile. Das ist eigentlich kein so schlechter Preis. Also, Schiff voll. Und jetzt fliegst du bitte zu einer von diesen beiden, halt hier in der Kammer Zeta war das, gell? Ja, genau.
fliegst jetzt zur Erzmine und machst dort die Energievorräte voll. So, und wir fliegen zu unserer Station. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. So. So, da sind wir. Automatische Speicherung. Vorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Dann Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk. Gehen wir zurück ins Hauptmenü. Und ja, als abschließendes Fazit der ersten Session hier. Gute 2 Stunden haben wir jetzt gespielt. Also, es ist das typische X. Das typische X3 in dem Fall. Das hat mir mega gefallen. Es ist mehr oder weniger fast dasselbe momentan. Es gibt noch nicht so viele Neuerungen, die ich gesehen habe. Einige Menüs sind anders angeordnet. Die Overlays sehen ein bisschen anders aus. Es gibt Zusatzfunktionen. Aber so das richtige Mega-Sag, wo ich sage, boah, geil, dass es das jetzt gibt, das habe ich bis jetzt noch nicht erkannt. Aber ich bin auch erst am Anfang vom Spiel. Meine 2 Stunden in X3, das ist ja nichts. Wenn ich da 2 Nullen dranhänge, dann kann ich vielleicht wirklich ein tatsächliches Fazit ziehen. Jetzt die ersten 2 Stunden. Ich bin nicht enttäuscht, weil es eben das übliche X ist. Aber ich bin jetzt auch noch nicht positiv überrascht. Ich muss jetzt mal abwarten, was noch so dazukommt. Deswegen bin gespannt auf die nächste Session. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also einen schönen Abend. Macht's gut.